Herzlich willkommen bei Twin TV und herzlich willkommen bei Spezi. Heute gibt es ausnahmsweise keinen Song-Moments, denn wir haben ja noch andere Spezi-Formate. Unter anderem die Facebook-Posts, die von uns romantisch vorgetragen werden. Für Fans, die jetzt neu dazu gestoßen sind, freuen wir uns natürlich sehr. Wir lesen Facebook-Kommentare vor, die ich und Benny auf unserer Chronik gefunden haben. Und die sind alle real, alles realer Shit. Mann, ich fang an, Junge. Die werden jetzt für euch vorgetragen. Ihr habt eh alles rausgeschnitten. Darüber lustig gemacht. F*** dich ins Knie. Schlampe, ich will dich bluten sehen. Du fixst mein Leben? Schön. Ich werde dein so heftig zerstören, dass du dir wünschst, mir das nie angetan zu haben. Das ist irgendwas Schlimmes passiert. Von dir? Aber ist das Schlimmes passiert? Und deine Ex-Freundin? Hör auf, sie zu erwähnen. Herzlich willkommen bei Facebook-Kurs Romantisch. Hallo, ich habe die Begrüßung gemacht. Toll. Meine Mutter hat uns bei Frauentausch beworben. Doppelpunkt O. Eltern sind der letzte Dreck. Würde ich auch verstehen bleiben, ne? Mach noch weiter Geräusche hinten, dann ist das Material. Was auch ein Post? Ich hoffe, du landest in der Hölle, du ekelhafter Wichser. Wie soll ich ihm nur sagen, dass ich ihn liebe? Ohne es ihm zu sagen. Ich muss es ihm sagen. Aber wie soll ich es ihm sagen? V.V. Ja, das ist echt ein Dilemma, ne? Ich habe meinen Weltsicht verloren. Passiert, ne? Weißt du was, wenn du deine vorliest, dann lache ich immer, weil damit die ganze Stimmung... Ja, aber du hast ja mega kurze ausgesucht. Diesen Post werde ich einer ganz besonderen Person widmen. Und zwar einem hartgekochten Ei. Mit Hotpants im Dezember in der Schule. Ich feier mich. Ja, ich weiß, es nervt, aber YOLO. Tittenabend Deluxe. Bacon ist größer als. Ist das so? Bacon ist ja immer so ein Nerd-Begriff. Aber ganz Nerds essen ja Bacon. Achso, du gehst auf Nerds drauf. Wieso? Ich esse auch kein Bacon. Findest du das besser als. Nein. Dank unfassbar ekelhafter, asozialer. Ist der Dreckspisser nicht mehr erreichbar. Wurde mir das Handy geklaut? Du musst mich doch anreden! Da wurde wohl jemand das Handy geklaut, ja? Oder? Die Leute müssen lachen, die müssen umfallen vor Lachen. Wir haben bis jetzt noch nicht geschafft. Das ist in unserem Kanal falsch. Ich bin ja kein Rassist, aber warum darf K1 hier in Deutschland leben bleiben, trotz seiner Lügen? Alter, ist das nicht mehr normal. Also zurück nach China, der Fischkopf, ey. Ja, ist er so, der ist ja Chinese, oder? Nee, der ist Thailänder. Bist du K1 oder Bushido dein? K1. Oh, K1, wenn ich dich schlage, bin ich ein Thai-Boxer. Bushido? Wenn ich dich schlage, bin ich ein Thai-Boxer. Jungs mit Augen. Hey! Nein. Erinnert mich mal bitte bei Insta. Ich heiße da YOLO Girlie. Smiley. Ich trinke nicht. Ich desinfiziere nur meine inneren Verletzungen. Der könnte echt von dir sein. Alle Zähne ausgeschlagen. Alle Zähne ausgeschlagen. Ich hab Ei zwischen den Zähnen, ne? Was? Ich hab Ei zwischen den Zähnen. Ja, wie jedes Wochenende. Mein Stuhl ist zusammengebrochen und jetzt liege ich hier und weiß nicht, wie ich jetzt zocken soll. Was ich meinem Bruder zum Geburtstag schenke? Ein in Scheiße eingewickeltes Stück Dünnschiss im Reisdillkranz mit Glitzerperlendekoration. Eine Maus ist gerade über den Fuß gelaufen. Meine Mutter ist jetzt auf der Seite von Gay One. Haha, so ein Opfermove, XD. Klassenfahrt in Balve und die Pille vergessen. Kinder der Liebe, das war's. Ich hoffe, ihr habt gelacht. Hast du gelacht? Ich habe mich tot gelacht. Und tut uns einen Gefallen. Schreibt in die Kommentare, was? Ob wir nochmal haben wollen, ob wir noch eine Facebook-Post-Folge machen wollen nächste Woche. Schreibt ja in die Kommentare, wenn ihr mehr wollt und nein, wenn ihr nicht mehr wollt. Lasst das die Leute entscheiden und auch natürlich mit Daumen, wenn ihr es möchtet. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer Daumen geben. Hier links und rechts seht ihr die Videos, die wir vorher irgendwann mal gemacht haben, die aktuellsten. Also hier ist die letzte Spezi, also Song Romance, und beim Dennis ist die letzte Folge von Excess Game. Und da haben wir gesagt, warum wir Weihnachten scheiße finden. Das ist ein Geruch. Das ist Ei, was ich gerade gegessen habe. So. Eine wunderschöne Staffel wünsche ich euch noch. Tschüss.